In Syrien ist das Interesse an christlicher Literatur seit dem Beginn des Bürgerkriegs im Jahr 2011 stark gestiegen. Das berichtet die Weltbibelhilfe der Deutschen Bibelgesellschaft aus Stuttgart. Wurden 2010 noch 15.000 Bibeln und christliche Schriften verteilt, waren es 2015 bereits knapp 160.000. Besonders gefragt seien unter den verbliebenen Christen Kinderbibeln. Durch sie sollen Mädchen und Jungen erfahren, dass Gott bei ihnen ist und sie stärkt. Die noch existierenden Kirchengemeinden böten deshalb nach Möglichkeit Kinderstunden an. Für die aus Syrien in den Libanon geflüchteten Christen spiele der Glaube ebenso eine zentrale Rolle. Gottes Wort schenke ihnen Hoffnung und Lebensmut, so der Leiter der Weltbibelhilfe Horst Scheurenbrand. Ein vom Europaparlament in Brüssel verbanntes Kreuz befindet sich wieder an einem zentralen Standort des Gebäudes. Das berichtet der Abgeordnete der Familienpartei Arne Gericke. Die Verwaltung hatte das 1,5 Meter hohe Kreuz im Mai von der Hauptebene vor den Ausschusssälen entfernen lassen. Es musste nach Angaben einer Parlamentssprecherin einer Kunstausstellung weichen. Gericke hatte den neuen Standort zwischen Fluchttür und Feuerlöscher daraufhin als Rumpelkammer bezeichnet und sich beim Generalsekretär des Europaparlaments Klaus Welle beschwert. Die Rückkehr des Kreuzes nach 4 Monaten begrüßte Gericke. Die Rumpelkammer ist kein Ort für ein Kreuz. Er steht für Europas christliche Werte. Und die haben nun wieder ihren Platz gefunden. Mittendrin, Gott sei Dank. Am vergangenen Wochenende sind zu den Mülheimer Bibeltagen rund 600 Besucher gekommen. In diesem Jahr stand das Glaubenstreffen unter dem biblischen Wort, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Veranstalter der Mülheimer Bibeltage ist die Gerhard Terstegen Konferenz. Sie ist benannt nach dem niederrheinischen Pietisten Gerhard Terstegen, der in Mülheim an der Ruhr lebte. Vorsitzender der Bibeltage ist Pfarrer Herbert Grossart. Sehen Sie einen Kommentar von ihm, wie Christen Ruhe für ihre Seelen finden können. Wie können wir zur Ruhe finden? Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So, also dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Von Jesus lernen, mit ihm zusammen unterwegs sein, uns von ihm sagen lassen, du bist geliebt, du bist angenommen. Du kannst mit deiner Vergangenheit fertig werden. Auch mit den Verletzungen, die du mit dir rumschleppst. Dann können wir im Laufe der Zeit mehr und mehr zur Ruhe kommen. Weil wir geborgen sind, weil wir Hoffnung haben. Weil wir wissen, wo wir hingehören.